Alfons Wissmann, Leiter des Gelsenkirchener Jugendamts, hat einfach weitergemacht, obwohl ihm die Stadt die Führung des Kinderheims in Ungarn verboten hatte. Er übertrug seine Gesellschafteranteile am Heim an seine Frau, zog im Hintergrund jedoch weiter die Strippen. Das beweist eine E-Mail vom Juli 2005, 3 Monate nach dem Verbot. Sie liegt dem WDR vor. Darin gibt Wissmann Anweisungen nach Ungarn. Die Arbeit wird neu verteilt, heißt es da. Weil es in dem Heim offensichtlich drunter und drüber geht, strukturiert Wissmann den Tagesablauf neu. Weiter schreibt er: Dieses ist keine Bitte, sondern eine Anordnung und ist zu befolgen. Ich erwarte nun täglich eine Mail von Neustart bezüglich der Tagesstruktur. Wir konfrontieren den Gelsenkirchener Oberbürgermeister Frank Baranowski mit dieser Mail. Der zeigt sich schockiert. All die Jahre hat die Stadt nichts bemerkt. Nun hat uns auch der WDR Einblick in einzelne Unterlagen gewährt. Darin werden die Betroffenen schwer belastet. Dies ist für mich jetzt der Punkt, weitere juristische Schritte einzuleiten. Rückblick. Wissmann und sein Stellvertreter Frink sollen dafür gesorgt haben, dass Kinder aus dem Ruhrgebiet in ihr ungarisches Heim Neustart geschickt wurden. Das alles über ein ausgeklügeltes Netzwerk, das sie sich aufgrund ihres Amtes schaffen konnten. Für die Verschickung haben sie viel Geld kassiert. Die Betreuung der Jugendlichen hier hingegen war offensichtlich mangelhaft. Ein ehemaliger Heimbewohner erzählt, dass er und die anderen den ganzen Tag nur kifften und schliefen. Ich komme mir heute dabei sehr benutzt vor, weil wir waren Jugendliche, die da ihre eigentliche letzte Chance erhalten hatten, die uns aber nicht gegeben wurde. Stattdessen machten sich der Jugendamtsleiter und sein Stellvertreter offenbar die Taschen voll und niemand hat es verhindert. Die beiden wurden inzwischen ihres Amtes enthoben.